Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Path of Radiance. Und wir gehen jetzt zurück ins Game, wo mein Controller wieder macht, was er will. So, wir haben jetzt noch diese zwei Vögel da vor uns, bevor neue kommen. Es sind alle geschützt, außer Nefine, aber ich glaube, sie wird überleben, den einen Angriff. Und Kevin, der ebenfalls einen Angriff überleben wird. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Ende hier. Da kommt ein neuer Vogel, aber nur einer. Kevin müsste überleben eigentlich. So viel Schaden dürfte der nicht machen. Ach. Easy. Aber er trifft halt nur leider nicht. Oh, er hat getroffen. Kevin. Aesthetiker. Cool. Oder beide greifen Aesthetiker an. Ich muss das durchbringen. Er muss Aesthetiker natürlich. Weil wichtig ist jetzt tatsächlich, dass wir mit Aesthetik, also mit Kevin, mit Iliana und mit Nefine die zweite Klasse erreichen oder zumindest nah rankommen. Das ist wichtig. Die will aber auch nicht kämpfen, ne? Oder die beiden, die drei, also erstmal, bei Iliana ist der Level 12, die ist ja niedriger als Kevin. Aber Nefine muss definitiv kämpfen. Kann sie schwächen? Das ist eine Sache, die sie machen kann. Ja, schwäch mal den Vogel. Dann kann Nefine draufhauen. Das Ding ist halt, der eine Vogel, der andere Vogel muss jetzt natürlich auch sterben. Es müssen jetzt beide Vögel sterben. 100. Na, es ist mir zu riskant. Ich nehme Nefines Lanze. Das ist eigentlich der hier Schild an der Hüfte, nicht am Arm. Münze halt, ich weiß gar nicht mehr, was das bringt. Bringt bei Verkauf ein Gold ein. Ah, warte mal, die waren für irgendwas beim Schmieden, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber die waren relativ wichtig sogar, glaube ich. Macht schon viel Damage, aber kann Lethe vielleicht. 17. Sie kann ihn auf 11 runterhauen. Jetzt sehen wir mal einen Lagus-Fight. Katze gegen Rabe. Raben sind tatsächlich meiner Meinung nach die schwächsten Lagus. Hier wird halt gepriesen. Ja, sie sind in der Luft. Weil man guckt sich an, sie haben viel Geschwindigkeit. Das heißt, sie können gut ausweichen. Es ist schwer, sie zu treffen. Aber die Stärke ist relativ gering. Wenn man jetzt aber bei ihr guckt, die hat auch viel Geschwindigkeit und sie ist stark. Und die sind beide Level 4. Das finde ich, die Raben sind ein bisschen schwach auf der Brust. Wobei ich aber tatsächlich die Raben mit eines der coolsten Lagus-Völker gehalten habe damals. Ich habe damals immer fand ich die Raben sehr cool. Fand es schade, dass man so wenig davon sieht. Aber mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Ich finde mittlerweile, alle Lagus-Völker ziemlich cool. Ich finde tatsächlich, die Drachen etwas lame sind, aber das ist eine Sache, die werdet ihr noch sehen. Aber hat der Schaden bekommen? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Immer so hin, dass er theoretisch geheilt werden könnte. Er hat Schaden bekommen. Alia, zur Rettung. Ich weiß gar nicht, ob man die Maus sieht. Aber ich werde es mir aus dem Bild machen. So, jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Nee, doch hier einen Gegner noch. Plus halt den Boss, der irgendwann mal angetüdelt kommt. Und wir stellen jetzt mal Ike vor, damit die Chill jetzt mal ein bisschen schneller kommen kann. Ich weiß nicht, ob wir einen anderen Charakter gebraucht hätten noch, um mit Chill zu reden. Ich weiß es leider nicht. Ja, sie will mit Ike reden. Du, warum tust du hier herum? Wer bist? Ich bin Chill Fizzard, Wyvern-Ritter aus Starein. Ich gehöre zu Captain Darahans Bataillon. Ich biete euch einen Waffenstillstand an. Ich kann nicht einfach zusehen, wie ein Schiff der Menschen von degenerierten Halbmenschen angegriffen wird. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Wir nehmen von Starein keine Hilfe an. Für falschen Stolz haben wir jetzt keine Zeit. So wie die Dinge jetzt liegen werden, die Halbmenschen euch. Ich werde keine Hilfe von jemandem annehmen, für den die Lagus Halbmenschen sind. Was brabbelst du da vor dich hin? Ich bin auf eurer Seite, wir reden, nachdem ich diese Raben verscheucht habe. Blutet ihr Halbmenschen.
halt! Was soll das denn nur? Jetzt haben wir Chill auf unserer Seite. Ja. Ich mag Chill. So vom Charakter her, aber ich bin kein Fan der Wyvern-Ritter. Ich finde die einfach sehr lame gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe noch nie gute Erfahrungen mit denen gemacht. Daher. Ja, Chill, geh mal nach hinten. Wir brauchen dich einfach nicht. Auch der Rabe braucht noch ein bisschen. Dann kann Alien noch Verletzten heilen. Gibt's Verletzte hier vorne? Ike verletzt. Nein. Nö, keiner verletzt. Wir sind langsam echt krass. Die Mission ist tatsächlich ein bisschen lame, muss ich sagen. Das ist ein bisschen arg lame irgendwie. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Gegner oder so. Weil es ja echt. Ah, Gegner. Ah, da kommt noch ein Gegner. Ah, der Boss bewegt sich, das heißt, die Mission ist bald vorbei. Ei. Der Rabe da ist tot. Der hier, meine ich, der ist tot, definitiv. Ein Rolf kann ihn allein angreifen. So, jetzt haben wir hier noch einen Raben, ein Räbchen. Ihr beide kommt da nicht ran an die beiden. Nö, Fuß sterben. Jetzt haben wir wieder unser Team Training. Kevin, Iliana, Nefine. Iliana kriegt nach wie vor die EP erstmal. Aber die anderen dürfen zuschlagen. Aber vorerst Kevin. Warte, kommt Nefine auch anders ran? Ja, überall. Gut. Kevin, Walter deines Amtes, schlag zu. Wir haben zur Not auch noch eine Lethe ja da. Die ja zur Not noch helfen kann. Als was passiert. Kevin weg. Jana. Donner. Warte mal, dann hat der 9 Leben. Das müsste mit Nefinis Eisenlanze ja getan sein. Ja, 9 Leben würde reichen. Hoffen wir, sie trifft. Wenn nein, muss Lethe trotzdem eingreifen. Schön. Das ist ein Dream Team. Die drei Dream Team, sage ich euch. Die drei sind Dream Team. Dafür sind hier Ike und Oscar ein Dream Team. Und. Naja, theoretisch, ja gut. Müssen noch ein paar mehr sein. So ein Dream Team so aus 3 Leuten so, ist ganz geil. Wenn sie besser treffen würde, ne? Bräuchte sie die Eisenlanze nicht mehr. Weil die Eisenlanze ist ja quasi eine Trainingswaffe. Die habe ich gespielt für Training, hat auch nicht so viel gekostet. Wird aber auf Dauer etwas teuer, wenn wir jedem. Die kriegt bei jedem Gegner ein Level up. Jedem Gegner. Und ein gutes Level-Up noch dazu. Naja, Verteidigung wäre noch cool gewesen oder Resistenz noch. Also ist das ein gutes Level-Up. Geheimbuch ist ein Geheimbuch. Die Fähigkeit einer Einheit verbessert, also das hier. Oh, die Trefferquote einer Einheit. Das geben wir wohl Kevin, dieses Buch. Dann trifft er besser. So, jetzt haben wir noch dieses Räbchen hier, was wir töten können mit... Ja, wir werden wohl eventuell doch Rolf trainieren müssen. Weil er ist halt sehr praktisch in der Mission. Wir machen den bis auf 10 Schaden unbeschadet tatsächlich. Das reicht nicht. Danach hat er immer noch 14 Leben. Er macht 17 Schaden. Na gut. Oscar, probier es zumindest mal mit deiner Wurfpflanze zu treffen. Das ist halt dumm gemacht, aber gut. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ich hab sonst keinen, der noch eine Fernkampfwaffe hat. Außer Rolf. Aber Rolf tötet ihn nicht. Wir müssten also wieder eine Mauer um Rolf und Rice spinnen. Naja, da reicht es ja, wenn Oscar hier stehen bleibt, ne? Kann der da rüber? Hier rüber? Wir probieren mal mit Ike hier zuzumachen. Brauchen wir eventuell doch Chill. Aber Chill ist scheiße. Aber Chill kann hier rüber gehen. Scheiße, jetzt den versuchen zu ihm zu treffen. Lethe hat noch 4 Dinge. Das heißt, sie kann auch einen Angriff abwehren quasi. Ja, und gut, ein Chill muss halt hier hin.
Jetzt kann nur noch Ike getroffen werden. Ike und Kevin. Na, dann gehen wir mit Alia aber hier weg. Schade, dass Rolf nicht zuschlagen konnte. Ich hätte es mit Chill vorher ausprobieren sollen. Geht Geld auf Kevin, aber das ist nicht so schlimm. Das Streamteam erledigt den schon. Das Streamteam besteht übrigens noch mit Alia zusammen. Oder mit Trice, je nachdem. Aber ich glaube eher mit Alia, wobei Alia mit jedem rumrennen muss. Problem ist, jetzt bekommen die wahrscheinlich Schwierigkeiten, wenn die töten. Wenn die halt Schwierigkeiten bekommen. Die kommt nur von hier oben ran. Deutet allerdings, dass Iliane diese Runde nicht zuschlagen wird. Ich kann Nefinesin töten. Ja, sie kann ihn töten. Bedeutet, wir werden mit, ja gut, Nefine, ich weiß nicht, wie gut sie jetzt aushält. Sie hat jetzt Verteidigung 10, was ganz okay ist. Ich meine, gut, sie kriegen nicht so viel Damage, wir haben es ja gesehen. Bedeutet aber nicht, dass sie es übertreiben müssen. Kann er von da angreifen mit der Eisenaxt? Ja. Wir probieren's. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir auf jeden Fall Iliana und sieht hart aus. Könnte hart werden für Kevin, je nachdem, was er jetzt kriegt. Verteidigung? Nein. Aber Fähigkeit, was auch okay ist. Das Ding ist, es ist halt, na, der Boss. So weiter. Nefine wird jetzt dem Raben ein Ende bereiten. Die zwei sind da ja ganz gut beraten da vorne. Aber wir werden trotzdem jetzt mit Oscar, Titania, Ike, ah, nee, können wir gar nicht, ne? Ah, doch, können wir. Der Rabe ist ja erledigt. Ah, ne, es ist ja der Rabe gewesen. Wir werden trotzdem jetzt mit den anderen eine Verteidigungslinie um Iliana zumindest schließen. Mit. Was nehmen wir denn dafür? Eigentlich wäre Oscar oder Ike mir am liebsten, weil bei Ike kriegen wir die Erfahrung als Bonuserfahrung. Oscar. Naja, gut, wir nehmen Ike, weil Oscar ist halt bonuserfahrungsmäßig und so. Machen wir das mal so. Oscar stellen wir jetzt halt vor Iliana, damit da auch nichts passiert. Also, das Langspeer ausgerüstet ist nicht so ideal jetzt. Da kann man nichts gegen machen. So, ein Stück weiter vor. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden übersehen hier links. Rechts. Ah, sie verwandelt sich ja halt gleich zurück. Das heißt, sie ist gleich useless as fuck. Dann kommt auch mal ein Stück vor. So, Ende. Auf jeden Fall nochmal Gegner. Er wird Kevin angreifen. Weiß nicht, wie viel Schaden der Boss macht. Deshalb haben wir ein Haupt- und Plünderzieher aus. König Nezahla hat uns seinen Segen dazu gegeben. Ei, ich hoffe, es wird kein Doppelangriff. Ist halt ein scheiß Rabe, ne? Aber der andere Rabe kommt, glaube ich, noch ran. Nein, der geht auf Ike. Sehr schön. Sehr schön. Der Logusbrecher sieht übrigens scheiße aus. Also, er sieht schon cool aus, aber er ist sehr kurz. Wir können eventuell. Na, wir haben da jetzt ein paar Geschwächten. Den könnte Nefine töten. Ne, kann sie nicht. Nefine könnte aber den Boss übernehmen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden macht Ike am Boss. 22 Damage. Das heißt, Nefine könnte locker easy den Boss übernehmen, während jemand anderes den anderen Gegner übernehmen kann. Ich habe fast mein Mikrofon umgeworfen. Na, komm. Controller. Controller? Hallo. Wieso will der. Meine Pfeiltasten gehen nicht mehr. Ach so, weil ich hier gerade vielleicht. Jetzt schon. Ach so, logisch kann ich hier nichts machen, weil ich mich mit dem Bildschirm nicht bewegen kann, außer mit dem fucking Stick. Auch die Kampferfahrung, die er hier kriegt, also auch wenn er ihn nicht tötet, dann kriegt diese 10-20 EP, die der da kriegt, gehen auch in den Erfahrungspool über. Ugh. Auf einem engen Deck zu kämpfen ist für dich ungewohnt, was, Mensch?
Lustig, denn ich fühle mich überhaupt nicht eingeengt. Ohne Schwingen bist du nur Futter für die Raben. Werd bloß nicht übermütig. Atz. Hast One-Hit im Moment, ne? Liebe Kinder, nie übermütig werden. Natürlich Illyana auch die EP geben, ne? Aber Illyana kriegt die EP von ihm hier. Dem anderen Raben. So, ne, Fene. Zeit, dem ein Ende zu bereiten. Zack. Was? Ja, aber wie besiege ich denn jetzt? Das kann er doch nicht dauernd machen. Brauche ich jetzt jemanden, der doppelt angreift gegen ihn? Jetzt mit Illyana. Das kann ja nicht dauernd noch. Okay. Nur einmal pro Match, glaube ich dann. Ah, ich bin am Ende. Ja, gut, haben wir es halt mit Illyana matrixiert. Die Boss-EP ist auch nicht so schlimm. Kann sie auch gut gebrauchen. Aber das wären bestimmt zwei Level für Nefene geworden. Magie, Geschick und Resistenz. Das ist nice. Eine Wasserjubel. Aber warum kriegt die eigentlich so viel P? Wahrscheinlichkeit kritischer Treffer, sobald KP auf die Hälfte oder weniger sinken. Oh, das heißt, die müsste jetzt. Ne, nein, jetzt sind nicht auf der Hälfte vom Level. Wir müssen sie trotzdem schützen, weil ich weiß nicht, wie viel Schaden sie effektiv von den Gegnern hier kriegt. Weil ich glaube, sie müsste einen Schlag aushalten können. Müsste. Aber es ist gut, dass sie jetzt Brom und so rausgeworfen. Ein paar Charaktere Brom und so rausgeworfen haben. Ist, glaube ich, schon sehr wichtig gewesen. So, den ziehen wir tatsächlich mal zurück. Ist ja nur noch ein Gegner über. Wie weit kommt der eigentlich? Er kann nicht dahin. Okay, das ist nice. Dann heilen wir nämlich einfach Nefene. Dann ist die Sache geritzt. Dann ist gut. Nur Ike darf sich nicht wegbewegen. Wäre auch eigentlich dumm, wenn das Vieh ihre Icon greifen würde. Stärke plus 1, Magie, Fähigkeit. Ist ein gutes Level-Up. Und Rice heilst Kevin, dann hast du... Nein, nicht mehr. Keine. Dann sollte das passen. 22 Heilung. Rice hat einfach der wesentlich bessere Heiler momentan noch. Aber es wird halt es gibt halt zwei wesentlich effektivere Heiler später als Rice. Rice ist ein starker Heiler, kein Thema. Aber Alia zum Beispiel wird später halt einfach nützlicherer Heiler und noch ein Charakter, den wir noch kriegen, wird später einfach nützlicher. So. Nefine kriegt jetzt tatsächlich noch ein bisschen EP in den Arsch geschoben. Jetzt hätten wir ja sehen. Okay, sie wäscht einfach aus, auch okay. Auch okay. Gönn dir, ne? 10 wird 10. 13. 14. Gönn dir, Nefine. Umso niedriger man einen Charakter bekommt, umso stärker wird er ja. Nefine wird stärker als Kevin werden. Weil sie halt einfach ein paar Level mehr machen kann als Kevin. Ist nun mal so. Stärke und Geschick, das ist okay. Hat Waffenschreiben erhalten. Send das Geheimbuch hin. Eigentlich ist es egal, alles wäre gut. Sind alle in Ordnung? Na, ich sehe nach, ob jemand verletzt ist. Diese Raben sind starke Gegner. Nasi, was ist mit dem Schiff? Wir sitzen fest, wir bekommen es nicht vom Riff runter. Ich komme mir unnütz vor, wenn ich hier nur abwarte. Es muss doch etwas geben, womit ich helfen kann. Eieiei. Hey, Ike, wo gehst du hin? Ob du das Schiff wirklich einfach so verlassen solltest? Nur hier rumsitzen reicht mir nicht. Ich will an Land und mich ein bisschen umschauen. Was? Warte, Ike. Du kannst nicht. Das ist... Ah, Ike, hinter dir. Du da, was hast du hier zu suchen? Wie? Was bedeutet Ärger? Nasi hat sich verpisst.
Dies ist das Hoheitsgebiet von Goldor. Fremden ist der Zutritt untersagt. Nein, warte, das ist ein Missverständnis. Unser Schiff ist auf Grund gelaufen. Wir können nichts machen, wir sitzen hier fest. Dann kehr auf dein Schiff zurück. Was mit Beorg passiert, geht uns nichts an. Das ist doch lächerlich, du bist doch ein kompletter... Ich habe dich gewarnt, ich warne dich kein zweites Mal. Hey! Hör sofort auf damit, was macht ihr denn da? Mein Prinz. Mann von den Beorg, meine Landsleute waren unhöflich. Ich bitte um Vergebung. Wer bist du? Ich bin Kurt Nager, Prinz von Goldor. Der Prinz? Nun sind wir doch schon einen Schritt weiter. Dank einiger Piraten aus Kilvas ist unser Schiff auf Grund gelaufen. Kannst du uns helfen? Also was ist? Kannst du uns helfen oder kannst du es nicht? Ich bin es nicht gewohnt, so direkt und formlos angesprochen zu werden. Das hat mich überrascht. Entschuldige mich bitte. Nein, ich wollte nicht, wenn sich jemand entschuldigen muss, dann bin ich das. Mein Vater hat sich stets über meinen Mangel an Etikette beklagt. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht beleidigen. Bitte, macht dir keine Gedanken. Ich bin mehr beunruhigt über das Missgeschick, welches eure Reise zu einem Halt gebracht hat. In letzter Zeit verhalten sich die Raben immer barbarischer und das kann nicht toleriert werden. Mein Vater wird einen formellen Protest in Kilvas einreichen, das versichere ich dir. Währenddessen sollten wir euch mit dem Schiff helfen. Gareth, weise die anderen an, das Schiff freizusetzen. Sofort. Die Drachen aus Goldor. Das stärkste Volk von allen. Aber es sind halt Drachen. Ne? Sind wirklich das stärkste Volk von allen. Die gefürchtetsten Lagus quasi. Allerdings sehr passiv. Ich meine, klar, die wollten uns gerade angreifen, aber da kommt sofort der Prinz. Nein, 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 machen wir nicht. Drachen, das sind alles Drachen. Sie sind groß. Sind die groß und so stark. Unglaublich. Das ist überwältigend. Ja, das ist es. Goldor ist das Land der Drachen. Im Gegensatz zu den anderen Lagus besitzen sie eine sehr große Lebensspanne. Das ist wahr. Und man erfährt tatsächlich in Radiant Dawn, glaube ich, sogar die Lebensspanne. Nee, erfährt man die Lebensspanne? Nee, man erfährt auf jeden Fall eine interessante Information über Drachen. Die wir in Radiant Dawn erfahren werden. Also, ne, dranbleiben. Sehr, sehr interessant. Ich habe Geschichten gehört von Goldor, die bereits durch die Himmel flogen. Was ist von Goldor? Die bereits. Achso. Als die Göttin noch auf dieser Welt wandelte. Achso, das quasi. Oh ja, ich kenne die Lebensspanne doch. Und den, aber ich werde es nicht verraten, weil das. Würde spoilern. Aber ja, man weiß ungefähr. Ne? Wisst ihr so viel über Goldor? Alles, was ich weiß, habe ich aus Büchern gelernt. Goldor hat schon lange keinen Kontakt mehr zum Rest der Welt. Sie jetzt zu sehen, ist wie ein Traum. Dann ist das Glück, meint ihr das? Sie sagt, wir haben wirklich Glück. Zum ersten Mal hat deine Unbesonnenheit unser Problem gelöst. Was soll das denn heißen? Wir haben euer Schiff vorsichtig bewegt und euch und dem Schiff keinen Schaden zugefügt. Meine Getreuen haben mir erklärt, dass euer Schiff tatsächlich auf Riff gelaufen war. Aber das Schiff hat dies unbeschadet überstanden. Ihr müsst eure Reise nicht unterbrechen. Das sind gute Neuigkeiten. Ich danke euch. Benötigt ihr sonst noch irgendwas? Wenn ihr Lebensmittel oder frisches Wasser benötigt, stocken wir eure Vorräte auf. Das würden wir dankbar annehmen. Unsere Wasservorräte gehen langsam zur Neige. Was die Lebensmittel betrifft, jede Frucht, jedes Stück Fleisch, jeder Fisch, alles was frisch ist, würden wir mit Freuden annehmen. Dann soll es geschehen. Gareth, kümmerst du dich darum? Gewiss, sofort. Ich weiß, dass Goldor keinen Handel mit einer Nation betreibt, aber würdet ihr unser Gold annehmen? Macht ihr keine Gedanken über die Bezahlung. Ihr habt so viel für uns getan. Wollt ihr uns auch da draußen hättet sterben lassen können? Wir müssen das irgendwie wieder gut machen. Die Süße der Großzügigkeit ist der Herold der Gastfreundschaft. Wird dies reichen, um mein Handeln zu erklären? Gastfreundschaft? Ist die nicht für Gäste gedacht? Wie du weißt, bevorzugt Goldor die Isolation. Selten sehen wir Fremde, besonders Beorg, und noch seltener treiben wir Handel mit ihnen. Der Zufall hat uns zusammengeführt, und ich bin dankbar dafür. Ehrlich zu sein, wünschte ich, wir könnten zusammen speisen und miteinander reden. Aber das würde mein Vater niemals erlauben. Aber ihr könnt nicht von uns erwarten, dass wir so eine Großzügigkeit einfach so als Geschenk annehmen. Aber das tue ich. Ich bestehe darauf, dass ihr das als persönliches Geschenk des Prinzen von Goldor anseht. Aber sollte ich euch Unbehagen dadurch bereiten, solltet ihr das Gefühl haben, es ablehnen zu müssen. Nein, natürlich nicht. Wir nehmen euer Geschenk glücklich an. Wir sind euch sehr dankbar. Ich bin froh, dass du das verstehst. Ike, Kapitän Nasir möchte so schnell wie möglich wieder Segel setzen.
Verstanden. Nun, ich muss mich entschuldigen. Prinz Kotnaga, ich werde eure Freundlichkeit niemals vergessen. Ich danke euch. Es war mir ein Vergnügen. Passt auf euch auf. Kotnaga. Ihr müsst mal auf was achten. Ja? Es ist was, es ist kein Spoiler, aber ihr müsst mal auf was achten. Wenn wir Soren wiedersehen. Vergleicht Kotnagas Fresse, Gesicht, whatever, mit Soren. Vergleicht's einfach mal. Ja. Was ich jetzt gesagt habe, ist nichts, was bestätigt ist. Also gar nichts. Also keinen der beiden Spiele ist es je bestätigt worden, soweit ich das weiß. Aber vergleicht's einfach mal. Könnte reiner Zufall sein, aber vergleicht's. Ist auch nichts, was ihr in dem Teil erfahren werdet. Oder sowas, aber vergleicht's einfach mal. Lebt wohl, Beorg. Möge eure Reise sicher sein. Es ist vieles, was man hier erdenken könnte oder erahnen könnte oder was noch aufgeklärt werden müsste. Also wirklich vieles. Wird erst in Radiant Dawn halt aufgeklärt. Wie eben die Ähnlichkeit zwischen Kotnaga und Soren oder Soren und, ne, überhaupt. Ist jetzt eine Sache, die nie aufgeklärt wird, aber wie man sich denken kann, wenn man Radiant Dawn gespielt hat. Die ich jetzt nicht erklären werde, genauso wie viele andere Sachen, die noch kommen werden oder sowas, werden halt immer erst spät erklärt. Lord Ike, stimmt etwas nicht? Erst greifen uns diese Raben an und dann werden wir von den Drachen aus Goldoa gerettet. Übrigens, Kotnaga, einer der wenigen netten Drachen. Die restlichen Drachen sind alle nicht so nett. Ich verstehe nicht, dass sie trotzdem alle zu den Lagus gehören. Ist das nicht seltsam? Nein, ich weiß, was ihr sagen wollt. Aber so wie es gute und schlechte Beorg gibt, gibt es auch gute und schlechte Lagus. Aber sie unterscheiden sich in ihrer Erscheinung. Versuchung ist groß, jeder Rasse nur gute oder nur schlechte Eigenschaften zuzuschreiben. Ja, ja, das ist sie. Die vom Stamm der Raubtiere aus Gallia und die Drachen aus Goldoa machen einen ehrbaren Eindruck, wenn die vom Stamm der Vögel aus Kilvas und Fimfif grausam erscheinen. Es scheint wirklich einfacher zu sein, sie nach gut und schlecht einzuteilen. Ich bin sicher, dass es nicht so einfach sein kann. Nehmt uns Beorg, da einen sind schlecht und die Creme eher nicht. So einfach ist das. Nein, wartet, da waren diese Narren in der Hafenstadt, die voll auf Vorurteile waren. Die waren nicht alle ehrbar. Vielleicht habt ihr recht. Ja. Vieles, was man als gut oder schlecht beurteilt, hängt einfach von der eigenen Perspektive ab, Ike. Viele Dinge beeinflussen dein Urteil. Zu einem definitiven Urteil zu kommen, ist unmöglich. Nasir, wo hast du gesteckt? Du warst auf einmal spurlos verschwunden. Ich fühle mich in der Nähe von Drachen nicht wohl. Daher hielt ich es für besser, mich in meine Kabine zurückzuziehen. Entschuldige bitte. Jetzt, da du es erwähnst, auch Soren war auf einmal verschwunden. Hast du ihn gesehen? Vielleicht fühlt er sich unwohl. Für jemanden, der nicht an die See gewöhnt ist, ist das nichts Ungewöhnliches. Stimmt, ich werde später mal nach ihm sehen. Der Wind wird stärker. Ich sollte nach unseren Segeln sehen. Sieht euch etwas Warmes an, in diesem Gebiet weht immer ein kalter Wind. Das ist eine Linzer. Ihr solltet zurück in eure Kabine gehen. Was ist mit euch, Milord Ike? Ich bleibe noch eine Weile an Deck. Ich muss über etwas nachdenken. Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich noch ein bisschen bei euch bleibe? Ich würde euch auch nicht stören. Hm? Nein, ich habe nichts dagegen. Vielen Dank. Tja, Elincia und Ike. Soren und Nasir. Drachen aus Goldoa. Die Raben aus Kilvas. Gern und Vögel aus Fünfiff. Naja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ups. Bis dahin. Haut rein. Ach, immer noch das falsche Punkt. Tschüss.